Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition End World. Und wir müssen nach Wynn. Die Kultur der exzentrischen Sternlinge ist geprägt von den alten Prophezeiungen. Laut ihnen stammen sie ursprünglich von einem fernen Ort in den Sternen. Zwar wurden die ersten Sternlinge tatsächlich nach dem Meteoriteneinschlag gesichtet, der als Sternfall in die Geschichte einging, aber dennoch tun die meisten... alles klar. Die Skaraks sind das Volk, das die rauen Felseninseln südlich des verlassenen Kontinents Argwend bewohnt. Sie zählt nicht zur zivilisierten Welt und ihre blutrünstige Kultur gilt als primitiv und barbarisch. Es beginnt den Träumen. Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Aber was müssen wir machen? Wildkürbisse sammeln, um Lebensregeneration zu beschleunigen. Mana-Pilze sammeln, um Mana-Regeneration zu beschleunigen. Einen Weg aus der Schlucht finden. Aha. Okay. Den Teil kenne ich aus Bildern hier. Ich dachte immer, das wäre nämlich der Anfang von Enderal. Was? Kaminträubling? Oh! Ihr seid eine Stufe aufgestiegen, ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und 1 Erinnerungspunkt erhalten. Sind wir hier bei Gothic oder was? Dein Attribut, das ihr verbessern möchtet. Plus 9 Lebensenergie, plus 8 Mana, plus 11 aus euch nehmen Lebensenergie. Ich dachte, das wäre Tundra-Bombe oder was? Total, euer Heldenmenü zu. Ach du meine Güte. Okay. 100% erleidet man den Tod. Es wirken verzaubern, magische Tränke schlafen außerhalb von sich. Interessant. Dieses System. Da war was. Da. Ein Waschfrauenpilz. Malerpilze. Heilt sofort. Ah. Das ist ja interessant. So. Oh, so. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Wo geht's hier lang? Verlassene Turm. Also hier sind zumindest schon mal Zeichen von Zivilisation. So in der Art. Na. Wieso sehe ich denn nix? Oh, da. Ich glaube, jetzt kann ich bedenkenlos auf den Turm, ne? Genau, einen Weg aus der Schlucht finden. Hallo. Mir gefällt der Soundtrack von Enduel auf jeden Fall. Was ist das Metallstück eines alten Volkes? Kelch eines alten Volkes, Schale eines alten Volkes. Warum nicht Zwergen? Das ist doch Zwergenzeugs gewesen, glaube ich.
Ein Zauberbuch. Ein Zauberbuch. Ja, habe ich neue Zauber erlernt. Das ist immer wichtig. Boah, die Musik, ne? Löst gezielt Fall. Cut. Löst gezielt Fallen aus. Hallo. Aha. Ambrosia. Aha, aha. Okay, das alte Schwert hat das mehr Schaden? Nö, aber es hat mehr Stil. Da ist die Sonnenküste. Ah ja. Aua. Lauf. Das war einfach. Aber ist das Lustige, das wird einem, glaube ich, nicht mehr am echten Skyrim alles klar. Im echten Skyrim erzählt, dass man das so machen könnte. Nehm erstmal alles mit. Rüstung könnte ich tragen schon mal. Da habe ich ein bisschen mehr Schutz. Oh, hier ist die Atmosphäre gerade auch ein bisschen obercreepy. So, und jetzt Sonnenküste. Sonnenküste klingt sehr positiv. Oha. Natürlich steht ein Wolf. Hallo Hundi. What? Esst etwas. So. Fleisch. Ja, ich könnte wirklich was gebrauchen. Das Ding ist, dadurch, dass ich hier ja direkt... Was? Tragfähigkeit dauerhaft. Und halt. Dadurch, dass ich hier... wirklich von Anfang an... Ich wollte es wegschmeißen, jetzt habe ich es getrunken. Von Anfang an, neu anfange kann, werde ich auch wahrscheinlich, also am Anfang zumindest, alle Sachen gebrauchen, die ich habe. Weil ich auch hier direkt mit einer hohen Schwierigkeit anfange. Schwere Kämpfe erfordern Taktik. Drücke während des Blockens M2. Taktik, sag das mal demjenigen, der auf legendär spielt. Boah, dieses Kaminrot gefällt mir richtig. Wow! Na. Ich brauche schnell einen Begleiter. Oh oh. Nein. Was haben die denn kein Fleisch dabei? Spurenpilze. Hab ich Magie? Irgendwie so Heilung? Wohltat heilt den Zauber, dann verschlimmert Arkanistenfieber. Alter.
Ja. Das ist fucking langsam. So. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Gesicht. Goldbeutel, Eisendolch. So, hat diese Rüstung mehr? Also. Was ist hier? Ein verdächtiger Erdhaufen. Oh, armer Seelenstein. Enderei Lagroschen. Wesenstrang Knochenmehl. Lehrlingsbuchlichtmagie. Schädel. Das ist schön. Solche kleinen Details. Ha. Lachs gefangen. Jetzt ein Lachs wäre auch mal echt lecker. Ich sammle das Erz übrigens nur ab wegen 1.1 Geld, wegen Punkt 2 Saffen selber herstellen. Alles klar. Also ich glaube schon, dass wenn wir die Stadt dann das erste Mal betreten, nicht mit wenig Geld davon kommen. Was? Rastplatz entdeckt? Krustenbrot. Oh Gott, eine Mattquap. Na. Hast du... Wieso haben die denn alle kein Fleisch? Kettenhauberg. Nice. Eine Säge. Eine Spitzhacke, ein Eisentopf. Okay. Ich dachte, hier wäre was. Aha. Meine ich doch wohl. Mich kannst du nicht betäuschen. Okay, da hinten ist was. Oh, hier ist auch was. Oh, ist das schön. Nürnwurz. Nürnwurz, wo bist du? Alles klar, das heißt Nürnwurz. Das ist, ja. Ja. Nein, es bleibt Nürnwurz. Na, Mondschattenflüger. Ich brauche euch. Moratina Pella. Ey, da Tapinella meine ich ja. Okay, hier sind Menschen. Alles was mit führen die Handlung weiter. Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Madame? Nun, wer ich bin, Findaliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich... So, alles dicht. Zumindest für die Nacht sollten wir... Moment. Wer ist das? Nur eine Abenteurerin auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieses Weib nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbos? Ich hab ein Auge auf euch.
Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Unglaublich. Ich präsentiere Carbos, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Nun, was ist denn mit meinen Augen? Ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Und was genau macht ihr eigentlich? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Habt ihr deinen Waren zu tauschen? Ich habe in der Ruine ein paar Dinge gefunden. Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. So, ja, wie kaufen geht, das weiß ich. Er hat 120 Gold, das ist perfekt. So. Erstmal alles verkaufen, was ich nicht brauche. Ich bin im falschen Inventar. So, Kristallmünzen. Ein Eisentopf hier. Obelkelche. Ein paar Laternen. Eine Schaufel sollte ich dementsprechend behalten. Ganz viele Zutaten, die ich mal alle behalte, lieber. Fleisch, Ambrosia. Ach so, ich kriege immer Arkanistenfieber. So, regeneriert Ausdauer, sowas weiß ich ja, kaufe ich ja nie. So. Eisendolch, Eisenschwert, noch ein Messer. Okay. Und jetzt hat der noch irgendwas? Nein. Könnt ihr mir noch etwas mehr über die Gegend erzählen? Was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen. Die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Verstehe. Und gibt es Orte, die für einen Abenteurer von Interesse sein könnten? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Und die große Ruine im Süden dahinter. Ihr meintet vorhin, ihr wärt eures Vaters Apothekarius. Was bedeutet das, eures Vaters? Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben. Alles klar. Meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Von Malfas auserkorene Rolle? Ihr meint, die Götter bestimmen Berufe für euch? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen.
Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen, aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist, als die Götter? Aber ist das nicht irgendwie frustrierend, an irgendeine Kaste gebunden zu sein? Wollt ihr nicht, ich weiß nicht, aufsteigen? Ja. In meiner jugendlichen Torheit wollte ich das vielleicht mal, ja. Aber dann habe ich begriffen, dass ungefähr die Hälfte von allem, was auf dieser Welt schiefläuft, auf dieses Aufsteigenwollen zurückzuführen ist. Ich will in erster Linie rechten Pfades leben und meinen Teil zum Erhalt unseres Volkes beitragen, das genügt mir. Und auch nur die, die das tun, gelangen am Ende zu Malphas in die ewigen Pfade. Mhm. Und wer sind diese Wegelosen? Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstaubschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Ah, okay. Auf Nieren gibt es das Gerücht, dass die Götter tot seien. Und hier gibt es das Gerücht, dass die goldene Königin eine Schwäche für Männer in Damenkleidern hat. Im Ernst, seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Ketzerei empfinden. Mhm. Für mich klingt das Ganze, als versucht da jemand das Volk zu kontrollieren. Vielleicht. Andererseits ist der Pfad und die Struktur, die er dem Volk bringt, der Hauptgrund dafür, dass auf Enderal seit Jahrhunderten Frieden herrscht. Was man von eurem Land nicht behaupten kann. Ja gut, in Ordnung. Danke für die Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Carboss, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Finn. Ich spiele. Also nein. Was zur... Aber ich würde sagen, erstmal bis zur nächsten Folge und tschüss.